Yes, my darlings. Of course we can take it home. Nein, wir nehmen es natürlich nicht mit nach Hause. Weil das hier der Friedhof der Kuscheltiere ist. Und das wäre Wahnsinn. Friedhof der Kuscheltiere. Ich hab es euch gesagt, Freunde. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Schweinchen. Ob ich da wirklich hin will, da hinten? Lol. Ich dachte gerade, da steht irgendwas. Okay. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo unsere Kinder auch rumstehen. Das Gitter ist ja zu, zum Glück. Gut. Naja, nicht wirklich zu, aber einigermaßen. Hallo? Kann mich jemand hören? Wieso kann ich da nicht rein? Lol. Hä? Ach so, hier muss ich lang. Yay! Vieh und Bibeln. Schweinchen, Schweinchen. Die Augen himmelblau. Oh mein Gott, Kohlensäure. Die Augen himmelblau. Mein Liebe kommt zu mir, verkleidet als Frau. Oh mein Gott, jetzt werde ich auch noch müde. Wir hüpfen und wackeln. Es ist ein Genuss. Dann fasse ich ihr Hintern, ihren Schweinefuß und hinein zwischen ihre Porzellanschenkel. Okay. Junge, das sieht jetzt krank aus hier, ey. Ein bisschen Elder Scrolls-like. Hat was. Schon wieder diese Unterwäsche hier. Ich meine diese Kleidung. Kann man hier rein? Nee, ne? Abgeschlossen wieder. Alles abgeschlossen. Oh nein. Diese Doppeltüren sind gefährlich, ey. Wenn ich mal irgendwas verfolge, dann musst du doppelt so zumachen. Das ist voll blöd, weil du dann mehr Zeit brauchst. Ein Kreuz. Vielleicht kann mich das vor diesen bösen Viechern beschützen. Aha, ja, sehr schön. Und was erschreckt uns nun? Bibel! Okay. Scheinbar nichts. Oh, das ist auch offen. Nein, 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 nein. Sollte ich in diesem Let's Play sterben? Dann möchte ich, dass ihr meinen Leichnam nicht auf dem Friedhof der Kuscheltiere begrabt. Hallo. Dann gehe ich mal hier lang. Das sieht schön aus. Wieso denken eigentlich immer alle Leute, also in Filmen und Spielen, dass so komische Horrorviecher nicht auf geweihten Boden können? Das ist doch voll der Schwachsinn. Aber nein. Sie wollen es ja glauben, um besser einschlafen zu können. Jesus, Maria, Christus und Barbas, der Hund aus Elder Scrolls. Ich bete zu euch für bessere Stimmung. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress.
The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Danach hat er bestimmt Schläge gekriegt. Wir brauchen jemanden als Gott, der würdig genug ist und nicht ständig irgendwie Husten hat. Oh. Aber ziemlich wenig Kreuze, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause angekommen. Freunde, kommt mit mir. Kommt mit Jesus. Nice. Das sieht nice aus. Erstmal ein paar Screenshots machen. Ja, Schweinchen. Das ist gut. Diese Pose ist gut. Ja, das drückt dein Leid aus. Oh ja. Gut. Genug Fotoshooting gemacht. Bibla. Bla. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, oder? Na komm schon. Mist. Will nicht. Hä? Verbuggt sich das jetzt, oder was? Ich will nicht hoffen. Das wäre irgendwie ungeil. Okay, geht nicht, schade. Das scheint da wohl sehr tief runter zu gehen. Na? Wer möchte denn heute seine Sünden beichten? Na kommt schon. Keine falsche Scheu. Mach die Tür auf, Hildegard. Da, da-dam. Ich denke nicht, dass mir was passiert. Ja, ich bin friedlich, ein friedlicher Mensch, der nicht sterben will. Oh Gott, was liegt denn da? Ein Teddybär. Hallo, Teddy. Wir müssen dich opfern, Teddybär. Komm mit. Freunde, Familie, wir haben ein Opfer gefunden. Lasst es uns gemeinsam den Göttern übergeben. Damit Jesus und Gott uns Gnade gewähren. Hinein mit dir auf den Altar der Götter. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um dich zu erschlagen. Warte, was ist das? Ein Knopf? Nein. Aber hier. Warte. Oh. Irgendeine Art von Mechanismus, freifilzfrei, geheim und fürchterlich. Der fehlende Kerzenleuchter stellt eindeutig die Antwort dar. Warum aber das entzieht sich mir? Warum sollte jemand geheime Maschinen in einem Ort des Gebets vergeben? Warum gibt es Schleifspuren um den Altar herum, als ob jemand fortgezerrt wurde? Alles Fragen, die wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht herausfinden werden, da wir jetzt noch nicht aufhören zu spielen. Das hier sollen Schleifspuren sein? Was? Schleifspuren sein, oder was? Komisch.
Also der stellt irgendwie die Antwort dar. Also heißt das... Lol, was war das? Ich muss hier rein, oder was? Kann ich das jetzt aktivieren? Nee, immer noch nicht. Was ist denn das? Freunde, wenn ihr die Antwort habt, dann schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ich das zu dieser Zeit gerade nicht lesen kann. Aber egal. Fuck Logic. Logics oder Logic. Wayne Train. Gut, wir haben dem Altar jetzt ein Opfer gebracht. Dem Alten. Niemals direkt auf eine Tür zu gehen. Das habe ich im Ferienlager gelernt. So viele Türen. Geil. Britney Spears fängt wieder an zu singen. Nice. Da hat einer geatmet. Okay, jetzt wird mir gerade ein bisschen mulmig. Hallo? Ah ja. Hey Leute, was ist hier los? Es muss hier noch irgendwas geben, was ich finden muss. Ach, du heilige Mutter Gottes. Scheiß die Wand an. Das ist krass. Hör auf damit. Böse. Geht das denn nicht auf? Kann ich das anmachen? Nee, schade. Was für eine Antwort will er mir denn geben? Warte mal. Wahrscheinlich muss ich hier rauf. Und dann irgendwie... Mutter Gottes, könnt ihr mir helfen? Hier irgendwas? Nein. Oh. Ah. Wahrscheinlich muss ich das erstmal alles anmachen, ja? So viele Kerzen. Und jetzt? Ich habe gerade echt keinen Plan, wie ich weitermachen soll. Hier irgendwas? Nee. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Mann. Ich durchsuche mal hier die Dinger hier. Vielleicht finden wir ja was. Ups, was war das? Ein kleiner Leck. Er hat Leck gesagt. Gibt's auch wirklich nichts, oder was? Hier muss es doch was geben. Außer Bücher und so ein Shit.
Aber was ist denn das für... Ach du Scheiße, wow. Oh, wow. Hey. Hallo? Hört auf, mich zu begattern, wenn ich hier mir diese Brüste anschaue, ihr perversen Fieslinge. Yenwa. Ach, was? Hör auf damit, das macht mir Angst. Nee, ne? Da muss ich nichts machen. Ach, Leute, was muss ich denn machen hier? Das ist ja so ein Rätsel jetzt. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Tschüss.